Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von OrgaTV. Wir haben auch heute wieder super viele spannende Beiträge für euch, einige Lifehacks zum Thema alles rund um den Laptop. Und ja, da freuen wir uns, dass ihr da seid. Genau. Ich habe heute gesehen, an der Mensa war so viel los. Weißt du, was da war? Ja, und zwar war Campus Cooking diese Woche bei, oder ist noch bei uns. Da steht ein Foodtruck, knallpink ist der. Und da gibt es diese Woche halt schöne Aktionen, schönes Essen. Genau, haben wir einen Beitrag zu gedreht, waren wir da. Ja, wir waren da. Und diesen Beitrag über den Foodtruck mit dem Stefan Wirz, der war sehr interessant und den seht ihr jetzt. Vom 17. bis 20. Mai ist der Foodtruck auf unserem Campus zu Besuch. Ab 11.30 Uhr gibt es hier leckere kulinarische Besonderheiten von Stefan Wirz. Stefan Wirz ist Starkoch und Foodstylist für Werbefilme. Er hat unter anderem schon bei der Kochsendung Kochduell auf Vox mitgemacht. Die Aktion mit dem Foodtruck läuft unter dem Namen Campus Cooking. Hier übernehmen Starköche für einige Tage die Mensaküche. Ja, mein Name ist Stefan Wirz. Ich bin ein Genussnomade. Ich komme, bringe Genuss. Und im Rahmen des Campus Cooking werde ich meiner Leidenschaft frönen, Leckereien an Studierende zuzubereiten und auszugeben. Ja, Campus Cooking ist jetzt schon 17 Semester alt, 16 bin ich schon dabei. Wir bringen ein bisschen Spaß auf die Zungen, aber auch so ein bisschen ins normale Mensa-Leben. Mit Hilfe der Studierendenwerke haben wir vor Ort immer Unterstützung dabei und wir bereiten kleine Gerichte zu, welche ich vorher natürlich rezepturisch erarbeitet habe. Heute ist ja Rock'n'Roll Kitchen, also das ist der Claim von diesem Semester. Es gibt Sachen, die man auf der Hand essen würde, auch beim Konzert und dabei jubeln würde. Deswegen gibt es heute einen Burger Italian Bust. Schön mit Tomate, schön mit Mozzarella drauf und ganz, ganz wichtig, selbstgemachtes Pesto. Dazu gibt es als Geschenk von mir, weil ich Saarbrücken so schätze, ein selbstgemachtes Gingerbier oder eine Thymian-Apfellimonade. Ich persönlich würde mal vorbeikommen. Es gibt so eine kleine Gratwanderung zwischen Burger, Wrap und Ciabatta. Es gibt auch mal was Vegetarisches dazu. Hühnchen ist auch mal dabei. Aber ich möchte euch eigentlich nur die Zunge und den Gaumen wässrig machen. Schaut mal im Internet nach oder direkt hier bei mir am Foodtruck. Also, wir sind schon 4 Wochen unterwegs. Wir haben angefangen in Nürnberg, wir waren schon in Chemnitz. Wir hatten manchmal Schnee, manchmal hatten wir etwas Regen. Wir haben sehr schönes Wetter gehabt. Immer lächelnde Studierende. Erlebt habe ich große Schlangen begeisterter Leute, die unbedingt einen Burger wollten. Jede Art von Wetterkapriole, wie gerade schon erwähnt, aber immer eine herzliche Umarmung auf den Campus-Situationen. Sie sehen, mein Rücken ist noch ohne Messer, also ich glaube, ich darf noch weiter kochen. Und man kann sich auch jeden Tag steigern. Wenn was sein sollte, einfach mich ansprechen. Möglichkeiten der Variation sind immer gegeben. Ich persönlich war noch nicht in Saarbrücken. Campus Cooking war schon mal hier. Da hatten wir immer Kollegen von mir eingespannt. Nur in diesem Jahr bin ich ja Alleinreisender sozusagen. Nein, ich habe noch jemanden an meiner Seite, aber wir machen die 8 Wochen jetzt an einem Stück. Und der Foodtruck ist im Rollen. Und mir gefällt der Campus sehr gut. Die Küche gibt sich regliche Mühe, mich zu unterstützen und alle sind total charmant dabei. Ich freue mich auf die Ausgabe. Campus Cooking ist gerade hier. Kommt vorbei. Guck mal hier oben. Total toll. Ich flippe total aus. Stefan ist der Beste. Es ist nicht ein Traum. Naja, ist ja wohl ganz klar, mein Herz schlägt mehr für Damen. Und ich wollte schon immer mal im Kleinen kochen. Mal gucken, was heute im Backofen ist. Oh, ein Auflauf. Long time. One love, one heart, all the
Also das Campus Cooking gibt es ja schon mehrere Jahre hier. Ich finde, dieses Jahr haben sie es besonders schön gemacht, dass sie Sommergetränke mit verbunden haben mit dem leckeren Essen, dass man jetzt leider bei dem nicht so tollen Wetter, aber trotzdem schon den Sommeranfang genießen kann. Ja, ist gut, war lecker, können ruhig öfter hier sein und ja, runde Sache. So, und das Ganze wurde ja natürlich gesponsert von der Telekom, wie ihr im Beitrag gesehen habt. Die haben dann natürlich auch verschiedene Stationen aufgestellt, einmal mit diesen Sitzsäcken, dann so eine kleine Lounge war das, ne, unter so einem Zelt, wo man sitzen konnte. Man konnte Kicker spielen. Könnte man da eigentlich was gewinnen? Weißt ja, du das? Man konnte was gewinnen. Man musste so bei einem Gewinnspiel mitmachen. Und dann hat man so eine tolle Tüte bekommen. Und ich habe so eine bekommen heute. Nein, doch, echt? Die ist mega cool. Die hat man ja im Beitrag gesehen. Ja, genau. Da habe ich eine Tüte bekommen. Und da ist auch noch was drin. Möchtest du mal reinschauen? Möchtest du dir etwas ziehen daraus? Ja, wenn ich darf. Oh, da freue ich mich jetzt drauf. Soll aber ne, ja, weggucken. Ich gucke weg. Moment. Ein Löffel, würde ich ein sagen. Ein Kochlöffel, ja. Ein Kochlöffel, wie ihr seht. Auch von der und aus Holz, aus richtigem Holz. Nur ja. Richtig gute Qualität sieht auch. Und noch schön hier gebrandet Campus Cooking. Ist natürlich super cool. Sehr da schön. Da ist aber noch mehr drin. Soll ich nochmal ziehen? Ja, zieh nochmal. Das sind ja große Sachen. Ja, oh, eine Grillzange. Natürlich jetzt super praktisch. Für im Sommer zum Grillen kann man das immer gut gebrauchen. Genau. Sieht sehr flexibel aus. Magst du nochmal ziehen? Also ich glaube, das nehme ich mir nachher mit. Nee. Das bist du nachher los. Muss ich mir ein neues holen morgen. Was haben wir noch? Oder haben wir noch was Großes? Aber ich ziehe mal das Kleine zuerst. Oh, ein Knüppel. Kann ich dich nachher damit erschlagen? Nein. Nein. Das ist für? Nimmt man das nicht für Caipirinha? So, Caipirinha war es, so genau. Eis so Eis und Minze. Auch stylisch, auch cool. Für Cocktails im Sommer, ja. Wenn es heiß ist, zum Machen. Also kann man auch immer gut gebrauchen. Sommerutensilien. Noch zwei Sachen sind noch drin. Zwei? Oh mein ja. Gott. Okay. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Aber jetzt will ich das Große. Warte, was ist das? Oh. Mega. Ein sehr praktisches Brett. Ja. Ich würde sagen, passt, ist alles so zum Grillen ein bisschen, ne? Für eine Sommerparty. Genau, so ein Schneidebrett. Auch wieder kann man das rein... Zoomen da, da ist so ein... Sieht man das? Oh das nee, sieht das man nicht. So ein Branding ist da drin. So das reingebrannt, cool. Campus genau. Cooking. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, Schneidebrett, mega, kann man auch gut gebrauchen. Ja, noch eine Sache. Und noch eine Sache. Ich zieh. Ja, hol's raus. Ah, noch ein Löffel, okay, ein cool. Ein Pfannenwender für. Ja. Kannst du mal die Pfannen... Aber am coolsten finde ich eigentlich die Tasche. Tasche ist auch schön, ja. Hier, Bock so auf eine YouTube-Beutel. Tüte. So ein YouTube-Beutel. Die nehme ich jetzt immer für die Uni, glaube ich. Ja. Da passt mein Ordner rein, doch, passt mein stabil. Ganzes Zeug rein. Nee, kann man sehr gut gebrauchen, auf jeden Fall. Super Aktion. Ja, genau, mega Aktion von Telekom. Also die sind noch da, der Foodtruck. Und zwar noch bis Freitag. Jetzt rollt das hier alles weg. bis Freitag. Und zwar, was gibt es die Woche noch? Und zwar... Einmal Ciabatta mit gezupften Hühnchen, klingt auch so gut. Habe ich schon lecker. Ein Bild gesehen, so als Vorschau, das sieht richtig gut aus. Sehr lecker. Und am Freitag gibt es ein Veggie Berlin. Also aha, Veggie ist doch eigentlich immer ein Burger, oder? Ist das weiß nicht, vielleicht fleischloser mal überraschen. Burger? Auf jeden Fall was mit Fleisch los. Genau. Aber ich war, als ich heute da war, die Tüte holen, habe ich einen Wrap gegessen mit ja. Pulled Pork, der war super lecker. Also... Den kann ich nur empfehlen, das war nicht so groß, konnte man aus der Hand essen. Und hast du auch schon was gegessen? Ja, ich hatte gestern den Burger oh. Und es war richtig groß. Also die Sachen, die kosten ja nur 3,90 Euro und man kriegt noch so einen kleinen Gutschein mit für ein Getränk. Entweder ein Bier oder, also alles hausgemacht, ein Bier oder eine Limonade war es, ne? Apfel-Thymian-Schorle. Ja, genau. Ich fand die super lecker, die war richtig erfrischend und auch schon mit Eis und so, hat sehr gut dazu gepasst. Wie gesagt, und das alles für 3,90 Euro, also auf jeden Fall mal wert hinzugehen und sich das mal anzuschauen und zu probieren. Bis Freitag sind sie noch da, von 11.30 Uhr bis 2 Uhr, glaube ich, kriegt man was. Also da ging eine Party ab auf jeden Fall heute. War viel los, ja. Wenn schönes Wetter ist, draußen auf jeden Fall noch schön zu sitzen und auf mit dem Kicker kann man noch irgendwie schön was machen. Das läuft. Also Leute, geht auf jeden Fall mal hin. Genau. Und
für alle, die das jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben, wie das, was es morgen gibt und übermorgen könnt ihr ja nochmal online gucken mit eurem Laptop. Und apropos Laptop, da haben wir mal noch einen Beitrag für euch gemacht mit ein paar super interessanten Tipps und Tricks rund um den Laptop. Den seht ihr jetzt. Ihr wollt euren Laptop mit an die Uni nehmen und findet keine passende Tasche? Dann nehmt doch einfach einen Kapuzenpulli. Euer Laptop wird heiß, weil ihr stundenlang an einer Hausarbeit sitzt? Hier können Eierkartons helfen. Wer kennt das Problem nicht? Mit der Zeit verstaubt und verträgt die Tastatur. Wir zeigen euch einen Trick, wie ihr schnell eure Tastatur sauber bekommt. Alles, was ihr dafür braucht, Post-it. Also das Problem mit dem Heißlaufen, das kenne ich. Ich habe ja auch einen Mac und wenn man lange und viel dran arbeitet, dann läuft der irgendwann heiß. Also das schaue ich mir mal ab mit dem Karton. Ja, das ist super praktisch. Da steht er auch ein bisschen höher, musst du nicht immer so tief runter. Genau. Ja, und das mit den Post-its, ich habe ein paar Post-its dabei. Sollen wir mal testen? Ja, probieren wir mal aus, ob das wirklich was Welche bringt. Welche Farbe magst du? Melinda. Darfst du eine aussuchen? Lila, ich möchte lila. Von dem lila oder von dem lila? Wir machen mal von dem lila. Das sieht gut aus. Okay, ich nehme gelb. Okay, probieren wir mal. Okay. Und los. Also ich habe meinen Laptop vorher, wie man sieht, nicht sauber gemacht. Ja, das sieht man nicht. Warte mal, vielleicht müssen wir es drehen ein bisschen. So. Sieht man ein bisschen Staub da? Ist halt drin, ne? Ja, ne? Und das also kriegt man damit ist gut mein drauf. Laptop jetzt ich sehe das hier schon. Es ist halt, bei mir ist es, staubig. Ja, staubig. Aber ja? Der Staub ist, also der Staub ist jetzt draußen. Am Post-it. Also genau. Das, also Leute, das funktioniert. Das wenn ist man sogar jetzt schon grad... voll, der klebt schon gar nicht mehr, oh Gott. Meine okay. Mutter sagt jetzt Kind. Wir hätten noch ein paar. So ist nicht. Aber das funktioniert auf jeden Fall. Ja, das ist auch so, schon mal super. Das ist super. Jetzt mal super. Was ganz anderes. Ja. Von den Lifehacks weg. Ganz weg. Du hörst doch HR Communication und Media Management. Ja. Gibt es da was Besonderes, was Interessantes, worüber man berichten kann? Ja, also das ist eine super spannende Vorlesung, kann ich jedem nur empfehlen. Und gestern haben wir da was super Interessantes gemacht, und zwar die Cube-Formel. Kennst du die? Hast du schon mal von gehört? Ich weiß nur, dass es der Scholz gemacht hat, aber worum es geht, muss ich ehrlich gestehen, habe ich keine Ahnung. Genau, also das geht so ein bisschen darum, die Karriere-Webseiten von Unternehmen zu bewerten. Und da wir eine Sendereihe zu Unternehmen haben, bietet sich das natürlich dann an direkt. Und darüber haben wir euch auch einen kleinen Beitrag gemacht, den ihr jetzt seht. Da das Internet mittlerweile ein integraler Bestandteil der heutigen Kommunikationswelt ist, spielt auch die Akquise via Internet eine entscheidende Rolle. Aus diesem Grund werden seit 2001 mithilfe des Evaluationsframeworks Cube-Formel in verschiedenen Aktionen Personalwebsites analysiert. In die Erfolgsgleichung einer guten Personalwebsite fließen dabei vier Faktoren mit ein. Content als angemessener Inhalt. Usability als absolute Bedienungssicherheit. Branding
als unternehmensspezifische Einmaligkeit und Emotion als Positionierung durch Gefühlsbotschaften. Heute präsentieren wir euch die Cube-Formel anhand des Unternehmens DHC und bewerten dieses. Damit auch ihr die Karrierewebseiten von Unternehmen kritisch bewerten könnt, haben wir nähere Erläuterungen zur Bewertung für euch parat. Unter Content prüfen wir die Qualität und Quantität der Seite, sowie die Aktualität des Inhalts und wichtige Zusatzinformationen sowie die Vollständigkeit von Informationen. Kennt ihr das, wenn man auf einer Seite ewig suchen muss, bis man Jobangebote, Kontaktdaten oder Ähnliches findet? Boah, das nervt. Deshalb gucken wir unter Usability ganz genau hin, ob die Navigation einfach und die Benutzerführung klar ist. Wir nehmen uns die Funktionalität, Struktur, die Behindertenfreundlichkeit und natürlich auch die Sprachauswahl zur Brust. Ist das Branding gut ausgearbeitet, bleibt einem die Webseite stets in guter Erinnerung und zaubert uns ein Lächeln aufs Gesicht. Ein ansprechendes Corporate Design und eine klare Botschaft macht das Surfen angenehm. Schafft es ein Unternehmen, dich zu begeistern, Emotionen in dir zu wecken oder gar, dass du dich jetzt hinhockst und eine Bewerbung anfertigst, hat es schon einiges geschafft. Es gibt nichts Langweiligeres als Webseiten ohne Fotos, Farben oder ein ansprechendes Layout. Denn der Spaßfaktor bei der Jobsuche via Internet darf nicht fehlen. Je nachdem, wie ansprechend die Seite nach der Cube-Formel gestaltet ist, desto mehr Burger verleihen wir. Burger deshalb, weil wir am Ende das Unternehmen küren, das die meisten Burger von uns verliehen bekommen hat. Für, sagen wir mal, viel Spielraum nach oben gibt es nur einen Burger. Wenn wir kaum mehr das Fenster zuklicken wollen und uns vor Begeisterung kaum noch zurückhalten können, vergeben wir 5 Burger. Wir zeigen euch jetzt die Bewertung von DHC anhand der Cube-Formel. Und ihr könnt nun selbst mal mitmachen und überlegen, wie eure Burgervergabe ausfallen würde. Ja, genau. Also, wir haben extra am Schluss mal keinen Ton drunter gelegt, damit ihr euch einfach mal auch überlegen könnt, wie ihr das bewerten würdet. Wie ihr gesehen habt, bekam DHC von uns 15 Burger. 14. Ach, 14, Entschuldigung, stimmt. aber ihr wundert euch wahrscheinlich, warum Burger? Burger deshalb haben wir uns auch überlegt, weil wir den Gewinner quasi der Unternehmen am Schluss auf einen Burger einladen. Das ist eine super Idee. Finde ich echt auch süß. Cool, ja. Da werden sie sich auf jeden Fall auch freuen. Genau. Und wie die Verteilung jetzt aussieht, gucken wir mal gerade auf der Internetseite. Und zwar wurden ja für Content 4 Burger vergeben. Und zwar auf der Internetseite sieht man, sind viele Beiträge. Ja. Aktuelle Veranstaltungen werden auch beworben. Und die Stellenbeschreibungen sind auch ziemlich ausführlich beschrieben. Also das ist schon mal sehr wichtig, gut. Ja. Genau, und dafür gab es dann 4 Burger. 4 Burger.
Und für... Mhm. Oh Mann, jetzt kriege ich Hunger. Ja, ne? Ich auch. Und für Usability gab es auch 4 Burger, weil die Navigation ist relativ einfach auf der... Beziehungsweise ist eine leichte Navigation auf der Seite. Man findet die Seite auch ziemlich schnell über Google. Wenn man die eintippt, findet man die Karriereseite auch sehr, sehr schnell. Dann die Seite kann man ändern auf Englisch und Deutsch. Ist auch gut. Ja. Ist eine klare Struktur. Nur das einzige Problem ist, man hat keine Klein- und Großfunktion. Das heißt, es ist nicht so behindertengerecht. Also zum Beispiel für Sehbehinderte oder so ist es schwer, dass man groß und klein machen kann. Ne? Genau. Na gut, ja. Und beim Branding, da gab es 3 Burger von uns, weil die Unternehmensdarstellung auf der Seite ist eigentlich wirklich sehr gut gemacht. Allerdings, da gab es ein kleines bisschen Abzug wegen die Botschaft mit den Äpfeln. Das kam nicht so ja, ganz rüber. Also wir haben ja letzte Woche in dem Beitrag gesehen, dass Arbeit muss schmecken, ist ja ihr Motto. Und das kam nicht ganz so rüber. Genau, auf der Startseite ist halt so Äpfel. So, ja, genau. Da waren halt nur die Äpfel. Genau. Ne? Das war halt. Und bei Emotionen gab es auch 3 Burger. Da gab es auch einen super Film, wie ihr in dem Beitrag eben auch gesehen habt. Das spricht ja den Bewerber dann auch emotional an, das weckt Interesse dafür. Genau. Ich finde, insgesamt wirkte die Seite auch sehr innovativ und modern auf jeden Fall. Ja. Und es gab viele Fotos, Grafiken, also man konnte sich das doch schon sehr gut vorstellen dort. Ja, ja, das ist eine schöne Seite. Ich hoffe, sie freuen sich über die 14 Burger. 14 Burger, genau. Ja, schön. Ist auf jeden Fall super. Genau. Das war's leider schon für heute. Das war's schon, ja. Sehr schade. Wir sind schon dem Ende nah. Jetzt vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt, dass ihr uns treu geblieben seid. Und ich hoffe natürlich, wir sehen euch nächste Woche wieder. Ja, auf jeden Fall. Und einen kleinen Tipp vielleicht für den Foodtruck. Ja, was wir uns wünschen von dem Foodtruck. Mehr vegan oder mehr Fleischgerichte.